Willkommen zurück zu Let's Play Surviving Mars. Da sind wir wieder und wir sind immer noch auf dem Mars unterwegs und werden auch so schnell nicht abhauen, denn wir wollen ja hier siedeln, ne? Wir wollen ja für immer bleiben, die Atmosphäre wieder aufbauen und insofern noch ganz viel Forschung abschließen. Das Schöne ist, dass die Atmosphäre so einigermaßen wiederkommt. Wir sind schon bei fast 5% der Atmosphäre und fast 15% der Temperatur, die wir erreichen sollen, um dann auch das Wasser zu verflüssigen. Und gegebenenfalls in die Atmosphäre hinauf zu blasen. Wir können gespannt sein. Was ist mit euch los? Seid ihr Homeless People? 3 Homeless People sind hier unterwegs. Warum? Wir haben noch... Nee, Arbeitslose waren es. Wollte schon sagen. Ich glaube, Arbeit ist eigentlich genug da. Also. Müsst ihr euch halt mal einen Job suchen. Gibt noch genug zu tun. Auch für die Botaniker. Glücklicherweise haben wir noch ein bisschen Essen. Das wird aber nicht lange vorhalten. Das macht mir sehr große Sorgen. Und das, obwohl wir schon 2 große Farmen haben. Und noch eine kleine, aber die produziert nur Saatgut und hin und wieder Blätter, Nutzpflanzen. Immerhin 12-mal Saatgut haben wir. Dass wir so lange nicht rausschmeißen, bis wir irgendwann weiterkommen. So, die Lampen stehen. Dann können wir jetzt weiter nach vorne fahren. Und das Teil hier aufgraben. Und das auch. Können wir auch die Mülldeponie fertig machen. Dann können die das alles schon mal irgendwo lagern, hinlegen. Während du noch ein bisschen weiter erkundest. Denn jetzt können wir hier ja auch durch. Ah, neue Anomalien. Uraltes Artefakt. Ereignis, Missionszielgeschichte. Na, es wird noch eine Weile dauern. Sieht's aus in der Forschung. Terraforming sind wir mit dem Magnetfeldgenerator gut dabei. Dürfte nicht mehr allzu lange dauern. Und irgendwann werden wir auch den Megasatelliten haben. Und den dann natürlich mit unserer Rakete anfliegen. Ich glaube, eine Rakete hatten wir übrigens schon bestellt, ne? Muss ich nochmal gucken. Jo, die ist auch schon da. Wir hatten ja was zu essen geholt. Plus der Möglichkeit, dann mit der Rakete nochmal durch die Gegend zu fliegen und unsere Forschung noch weiter voranzutreiben. So, einmal abladen bitte. Du wirst schon mal auf die Reise geschickt. Exportiert wird im Moment nichts. Dann fliegst du dorthin. Schicken. So, das dauert noch ein bisschen. Erstmal muss die Nahrung abgeliefert werden und all die anderen Waren. Währenddessen können wir wieder in den Untergrund gehen und uns hier weiter angucken. Der ferngesteuerte Erkunder hatte eine Fehlfunktion. Er muss von Drohnen repariert werden. Der Kosten folgende Technologien um 50% verringert. Low-G-Antrieb, schnellere Drohnen und Rover. Automatisierter Sensor. Sensortürme benötigen keinen Strom und müssen nicht gewartet werden. Erhalte 200 Geldmittel. Sensortürme. Ach so. Ja gut, das hatten wir schon erforscht. Das Gute ist, dass wir gleich dort ankommen. Es ist nicht so weit weg. Das geht. Wir graben uns gerade durch. Aber das wird noch eine Weile dauern. Da müssen wir die restlichen Anomalien auch noch erforschen. Ah, das ist im Prinzip der komplette Untergrund. Wir sind in der Mitte. Interessant. Ich habe gedacht, wir wären weiter außen. Okay. Soll mir recht sein. Zumindest haben wir hier die Leuchten, dass wir schon mal dorthin gucken können. Auch hier können wir nachher alles noch freigraben, aber da muss ich nochmal hinfahren. Wir sind offensichtlich nicht überall lang gefahren, wo wir hätten langfahren sollen müssen, wie auch immer. Und interessant ist auch, dass uns hier schon mal das Leuchten so weit angezeigt wird. Wahrscheinlich durch das Artefakt. Es leuchtet von sich aus. So, habt ihr es bald? Die Mülldeponie ist fast voll. Da müssen sie das Teil noch weggraben, obwohl das können sie eigentlich lassen. Das muss weg. Wir können drunter durchfahren, das ist in Ordnung. Aber wer weiß, vielleicht entstehen ja noch weitere solche Dinger hier. So, dadurch, dass das jetzt frei ist, werden wir einfach mal durchfahren. Und das Ding hier reparieren, den Erkunder. Dann kann der die anderen Anomalien noch scannen. Während wir uns um den Rest kümmern.
Wir sollten hier auch nochmal eine weitere Lampe hinzufügen. Dass wir zumindest noch ein bisschen was sehen können. Du fährst weiter. Hier sind überall noch Gesteinsbrocken, die weggeräumt werden müssen. Okay, interessant. Wo ist der Erkunder? Da. So, dann brauchen wir noch eine Müllhalde. Eine kleine. Dann räumt das auch noch weg. Gucci verringert die Kosten für Aufklärungs- und Expansionstechnologie um 10%. Das ist schon sehr viel wert. Gut, der Rest der Drohnen macht noch den Rest fertig. Hier haben wir jetzt einen schönen Gang, da auch. Dann wissen wir, in beide Richtungen kommen wir. Das ist schon mal sehr gut. Frage ist, kann ich die? Ja, ich kann einzelne Dinge hier noch anklicken. Also, wenn hier irgendwas wäre, da ist noch was. Ja, wir befinden uns ja in der Mitte, ne? Ah, das auch noch. Etwas potenziell Revolutionäres. Basaltsäulen. Wir haben eine Höhle gefunden, die mit sechseckigen Säulen ausgekleidet ist. Einige glauben, es sei ein Beweis für außerirdisches Leben, aber diese Säulen sind das Ergebnis eines natürlichen Prozesses. Einige unserer Wissenschaftler haben sofort begonnen, Bilder mit ihren Freunden und Familien zu teilen. Es scheint, dass viele Kolonisten und Menschen auf der Erde daran interessiert sind, diese Säulen aus erster Hand zu sehen. Wo sollen wir mit dem Aufbau einer Basis in dieser Gegend beginnen? Wo besorgt ein Asteroidenlander, damit wir Asteroiden für besondere Mineralien abbauen können? Konzentrieren wir uns auf die Optimierung unserer Forschung im Bereich Aufklärung und Expansion. Wir brauchen sofort besondere Mineralien. Wir müssen unsere Forschung so schnell wie möglich verbessern. Okay, Asteroidenlander erhalten. Die Kosten für Aufklärung und Expansionstechnologie werden um 10% reduziert. Sehr gut. Aber hier ist jetzt ein besonderer Wohnort, ja ganz toll, mitten im Gang, wo ich sowieso nichts hinstellen kann. Das lohnt sich ja richtig. Ganz, ganz toll. So, hier wird alles vollgeladen. Wir haben schon fast die 100 elektrischen Teile, elektronischen Teile voll und trotzdem noch genügend Zeug übrig. Das ist gut. Die Sektoren wurden weiter gescannt. Und wir können noch weitere in Auftrag geben. Essen ist noch einigermaßen da, muss besser werden. Aber es kommt auch noch ein bisschen was, alles gut. Vielleicht sollte ich hier die Saatgut-Nutzpflanzen erst einmal rausnehmen und lieber irgendwas anderes noch mit reinsetzen. Algen, Blätter, Weizengras. Aber guck mal, bei einer optimalen Ernte sind wir auch bloß mit wenig dabei. Na gut, geht nicht anders. Wir brauchen mehr Botaniker, wir brauchen mehr Leute, die für uns arbeiten. Das ist eigentlich das gröbste Problem, dass wir zu wenig Leute haben, die in den jeweiligen Jobs dann auch zur Verfügung stehen. Die Sicherheitsstation ist zwar ganz nett, aber ich glaube, eine kleinere reicht. Ne? Wirkt Verbrechen von Abtrünnigen entgegen, reduziert den Besonnenheitsverlust durch Katastrophen bei allen Bewohnern. Alle Offiziere in der Kuppel versuchen, Verbrechen zu verhindern. Sektor scan. Okay, Sektoren wurden immer wieder schön gescannt, aber es bringt mir halt nichts. Wie sieht's aus mit der Forschung? Dauert noch. Aber wenigstens ist die Rakete gleich unterwegs, alles in Ordnung. Da kommt ihr nicht ran, ne? Nee,
Schade. Gut, dann fahren wir mal weiter. Wir werden uns hier jetzt um das ein oder andere kümmern. Noch eine große Mülldeponie mit hinpacken. Und dann geht's los. Na, freut mich. Wir kommen gut voran. Der Erkunder kann wieder durch. Und hier ist die nächste Wand. Super. Keine weiteren Anomalien. Keine Möglichkeit, irgendeine Durchbruchsforschung zu bekommen? Hier hätten wir vielleicht die Möglichkeit. Bitte. Ich brauche noch ein paar Durchbrüche. Kein Blinddarmdurchbruch, aber definitiv was anderes. So, die Rakete ist unterwegs. Super. Die Atmosphäre verbessert sich zunehmend und wir sind auch sehr, sehr gut dabei, was die Temperatur angeht. Das Gebäude funktioniert nicht, das funktioniert nicht. Ja, uns fehlen noch Angestellte. Das ist richtig, das stimmt. Wir haben aber noch 19 Wohnungen frei. Ich werde jetzt auch nicht weiter mehr in die ausgelagerte Forschung investieren. Anomalie erhalten, 2000 Forschungspunkte. Vielleicht haben wir hier noch was. Gut, unsere Jungs haben noch ein bisschen zu tun. Jetzt kannst du dich noch ein bisschen umsehen. Von hier sind wir ja gekommen. Das Teil wollen wir ebenfalls abreißen. Ja, hier nur zwei Drohnen zu haben, ist definitiv zu wenig. Wir gehen mal ganz kurz an die Oberfläche. Wir haben ja ziemlich viele neue Drohnen gehabt. Und ich weiß gar nicht, wo wir jetzt die anderen Drohnen mit hingepackt haben. Wer hat noch welche eingepackt? Wo sind denn die hin? Gut, wir haben drei Drohnen verloren. Das ist richtig. Hier sind noch 11. Dann machen wir jetzt mal 10 draus. Da sind 6. Da sind nur 5. Na gut, dann machen wir hier raus. Acht. Verfügbare Fertigbauten 9. Wir haben noch genügend. Ach so, aber der Commander ist nicht an der Oberfläche, das ist das Problem. Die Formation aus einer sicheren Entfernung scannen, du erhältst 1000 Erfahrungspunkte, du riskierst das Entstehen einer Einsturzstelle, die physischen Probleme, Probe entnehmen. Ich nehme die 1000 Erfahrungspunkte. Oder viel mehr Technologiepunkte. So, und du kannst im Moment keine Drohnen hinzufügen, weil hier im Untergrund keine zur Verfügung stehen. Das heißt, du müsstest einmal an die Oberfläche fahren, die Drohnen entpacken, mitnehmen. Dann kehren wir wieder in den Untergrund zurück. Und du fährst erstmal weiter durch die Gegend. Hier ist Schluss. Da existiert nichts mehr. Zwar noch einen Gang, den wir freilegen können, aber das war's. Ist auch sehr viel Schutt, da kommen wir auch nicht hinter. So, mit 6 Drohnen, das dürfte eigentlich reichen, kriegen wir das bestimmt hin.
Zur Not, wenn er unten versagt oder irgendwo alles einreißt, dann müssen wir eben jemand Neues bestellen. Nee, du nicht. Pack mal deine Drohnen ein und dann fährst du durch die Gegend. Können wir nachher wieder auspacken. Du bist der Transporter. Da haben wir schon mal Licht gelegt. Dann werden wir hier jetzt auch nochmal Licht reinpacken. So, ein Stativ. Ein Stativ. Ein Stativ. Dann dürfen die Drohnen anfangen. Wie viele Polymere hast du noch? 13, ja, das geht. Kostet ja nur eins, glaube ich, pro Stück. Ja. Juhu, wir sehen was im Tunnel. Oh, wie schön. Gut, dann fährst du schon mal hier runter. Du kommst hinterher. Da sind auch noch Gesteinsformationen, die weg müssen. Hier ist nichts mehr. Da braucht man nicht ausleuchten. Hier können wir auch nicht lang. Dann werden wir das Teil mal kaputt machen und den Müll hier mit hinlegen. Mit 6 Drohnen geht das wesentlich schneller. Zumal die Batterieleistung auch wesentlich besser ist jetzt aktuell. Eine weitere Anomalie, aber nichts mehr zum Wegmachen. Ne? Hier hinten ist Schluss, hier ist nichts mehr. Das heißt, hier bauen wir jetzt noch unsere Stative mit hin. Nummer 1. Nummer 2. Dann sehen wir, bis hierhin geht's und dann ist Schluss. Wahnsinn, den Untergrund zu erkunden, mal was ganz Besonderes. Seltene Anomalie, Virus. Wir müssen einen Weg finden, unsere Extraktoren zu automatisieren. Eine neue bahnbrechende Technologie wurde freigeschaltet. Wir sollten Roboter bauen, die Hilfsarbeiten erledigen. Könnten wir mechanische Kolonisten erschaffen? Ich habe volles Vertrauen, dass unsere Mediziner damit umgehen können. Wir haben Extraktoren-KI-Durchbruch freigeschaltet. Wir können unsere Forscher darauf ansetzen, wann immer du willst, Kommandant. Metallextraktoren und Edelmetallextraktoren können auch ohne Besatzung 50% ihrer Arbeit erledigen. Das ist cool. Das heißt, wir könnten hier unten eigentlich alles ohne Leute abbauen. Entschuldigung. Oh Gott. So, ihr fahrt mal kurz hier vorne mit hin. Magnetfeldgenerator abgeschlossen. Sehr schön. Das könnt ihr auch noch freiräumen. Das auch. Gut. Und dann haben wir es soweit. Alle einpacken. Und dann fahren wir 3 munter und fröhlich durch die Gegend. Du kannst hier oben durch und du kannst hier nochmal lang. Hier unten war nichts weiter, ne? Also egal, wo ich hinklicke, ich sehe jetzt hier nicht, dass noch irgendwas kommt. Nö. Dann gehen wir mal nach oben. Also hier ist alles erforscht. Hier gibt es nichts. Wir haben ein paar Anomalien gefunden und gegebenenfalls noch ein paar Möglichkeiten, das ein oder andere hier aufzuschrauben.
Aber das war's auch schon. Hier braucht man nicht mehr her. Müsste man eigentlich irgendwie mit einer Sperre markieren oder so. Macht der da? Achso, ach, der hat das die ganze Zeit da reingelegt. Das ist der ganze Schutt, der hier noch rumliegt. Unser Erkunder, wo ist der denn? Warte mal, wie sieht's mit Essen aus? Das Geheimnis des Bunkers war eine psionische Maschine. Ein neues Zeitalter. Alle Träumer erhalten einen Leistungsboost. Neue Technologie erhalten. Lokal begrenztes Terraforming. Gebt niemals auf, das Ende. Schwanengesang. Oh, kann es sein, dass wir die 100 erreicht hatten? Das heißt, Träumer müssen wir gar nicht mehr machen. Dann machen wir jetzt Enthusiasten. Wir haben es geschafft. Wir haben das Geheimnis abgeschlossen. Irgendwie. Aus Versehen. Freut mich. Die Rakete ist gleich vor Ort. Nervenzusammenbruch. Eine ludistische Stimmung. Vergesst das Gebäude. Rettet die Kolonisten. Was? Worum geht's? Raumanzug angezogen. Sein labilen Zustand. Drohnenhubs besetzt. Er droht es zu zerstören. Okay, der Kolonist wurde gerettet. Das Gebäude wurde zerstört. Welches Drohnengebäude war das? Es scheinen noch alle intakt zu sein. Ach, das hier. Neu aufbauen. Okay, weiter. Lagerbestand niedrig. Ja, zerstörte Gebäude in Ordnung. Nicht funktionierende Gebäude. 3 Stück. 1, 2... Ach, wir haben genügend Polymeren. Dann macht nochmal ein Lager fertig, dass wir noch mehr Polymeren auch beibehalten und lagern können. Das wäre ganz gut. Okay, Hochgeschwindigkeitsrelais-Satellit ist durch. Hervorragend, das bedeutet, wir bekommen noch mehr für die Forschung an Punkten. Ohne Outsourcing sind wir bei 3.631. Plus 1.000 hätten wir dann 4.631 und wären relativ fix durch. Aber wir lassen das jetzt in Ruhe durchlaufen. Wir haben jede Menge Möglichkeiten und Zeit. Extraktoren-KI werden wir auf jeden Fall schon mal mit reinsetzen. Kostet nur 6.000 Forschungspunkte. Es ist in 2 Tagen durch. Ist okay. Und hier geht die Temperatur immer weiter nach oben. Wir haben es bisher noch nicht geschafft, auch nur ansatzweise 1% für Wasser hinzubekommen. Es ist wahrscheinlich immer noch nicht warm genug. Wie läuft sie unten? Ganz gut. Wir wollten mit dem Erkunder noch weiter. Und ich muss gucken wegen Essen. Ah, verdammt. Also, mit dem Essen habt ihr wirklich keine Glanzleistung vollbracht. Ihr seid nicht wirklich gut im Anbau, wenn ich das mal so sagen darf. Ich hoffe, wir kriegen das noch einigermaßen hin. Wir werden die Rakete gleich mit Edelmetallen beladen und dann zurückschicken. So, dass wir dann noch ein bisschen Geld kriegen. Achso, ich muss ihr noch sagen, dass sie exportieren darf. Hallo Rakete, du darfst exportieren, ist in Ordnung. Viel Spaß. So, und du fährst weiter. Eine Anomalie. Und was ist das? Tunnel zur Oberfläche. Ach, das dürfte der andere Tunnel sein. Ich verstehe. Okay. Das heißt aber auch, dass wir hier das Ding an die Oberfläche bauen können von hier aus, oder? Können wir uns durchbohren? Artefakt Schnittstelle. Ach, das ist das Wunder. Erforsche die Technologie Artefaktsteuerung, um dieses Gebäude freizuschalten. Ich verstehe. Gesteinsabfallanlage, da ist sie ja. Theoretisch würde ich sie bauen, aber brauche sie im Moment nicht. Ja, das ist im Prinzip der Scan für dieses Teil zum Runtergehen. Du fährst mal hier vorne hin. Ich will hier noch eine weitere Leuchte haben.
Sehr gut. Ach, kommt schon, Leute. Mit einem Abo kann El Presidente noch viel mehr feiern.